Hallo YouTube, herzlich willkommen zurück zu ZeroZeeWirt. Ich hatte noch kurz eine Anfrage zu Twitch gehalten. Ja, wieder ZeroZeeWirt. Sind noch immer hier in der Apokalypse. Hoffentlich schaffen wir diesmal was. Letztes Mal ging ja eigentlich ganz gut. So, für die Smoking Skills, die Zippos bzw. Like, das muss ich nicht mehr mitnehmen. Einfach nur noch diese Matches. Bei der Sawmill muss ich einen USB-Stick mitnehmen. Das hier erledigt sich ja von selbst, nur den MRE muss ich finden. Ich muss 15.000 Rubels machen. Irgendwo wird man wahrscheinlich nachgucken können, ob man die hat. Wenn ich diese Feuerkristalle sehe, muss ich 4 davon mitnehmen. 20 Banditen. Und ich muss 10 mal Hasenfell mitnehmen. Wie ihr seht, haben wir ordentlich was zu tun. So, ich gucke jetzt gerade erstmal. Wir haben ja so ein bisschen jetzt hier was einsortiert. Von dem brauche ich eigentlich nicht so viel. Wir haben auch noch ein Nachtsichtgerät beim letzten Mal geholt. Das wollten wir heute ausprobieren. Ich gucke jetzt gerade nur. Die Wasserflasche gönne ich mir gleich. Ich kann ja welche neu kaufen. Und Essen habe ich ja das Meat. Also die Meat-Sandwiches. Oder warte mal. Wir machen es schlauer, falls ich noch Geld habe. Nee, habe ich nicht. Okay, never mind. Sonst hätte ich jetzt bei ihm hier einfach ausgegeben. Es wäre aber schon wichtig, dass ich was zu trinken habe. Oder zumindest etwas, das Wasser bringt. Aber der verkauft auch gerade nichts in der Richtung. Hoffen wir einfach mal, dass wir unterwegs was finden. So, hier. Jetzt können wir auch noch mal richtig testen. Oh ja, guck mal, man sieht richtig gut was mit dem Nachtsichtgerät. Und das Gute ist, das Nachtsichtgerät verrät mich halt nicht, wenn ich jetzt bei den Gegnern in der Nähe bin. Wir müssen auf jeden Fall erstmal ein Frost, die Sägemine finden. Wir brauchen noch die Küchenutensilien und. Wir haben ordentlich was zu sammeln. Oh. Eine Konsole. Da sind noch Leute. Ich glaube, ich habe ihn erwischt. Erwischt. Hör auf, nachzuladen. Ich musste die Blutung stoppen. Pasta, ein bisschen Munition. Die ist, glaube ich, mehr oder weniger besser als meine jetzige. Halt nur ohne das eine Teil. Es wird jetzt eine Arbeit, die Leichen zu finden. Aber ich finde, das Nachtsichtgerät hat sich auf jeden Fall gelohnt. Wo steht eigentlich, wie viel ich in dem einen Run gemacht habe? Ah, hier, nee. Wir sind im Jahr 2018, da weiß ich aber anders. So, der ist tot. Ich meine, ein paar habe ich auch außerhalb umgebracht. So, das dürfte dann jetzt aber wirklich der letzte gewesen sein.
Ich brauche einen USB-Chip. Das ist immer willkommen. Den brauche ich. Das ist auch willkommen. Das Teil nutze ich auch mal. Bisher habe ich keinen USB-Stick gefunden. Nägel. Aber ich kann mich über das, was ich hier bisher gefunden habe, halt auch nicht beschweren. Okay, jetzt habe ich ein bisschen Übergewicht. Die Hämmer brauche ich noch. Glaube ich, wie schnell man Übergewicht hat. Na, den Bohrer. Wir werden diesmal, glaube ich, nicht so viel mitnehmen. Der Reifen, was wert ist? Habe ich hier keinen dummen Chip gefunden? Hier war noch eine Leiche. Das Essen gönne ich mir. Vielleicht gibt es ja noch ein besseres Nachtsichtgerät. Was nicht so frimmelig dann ist. Nee, dann nehme ich lieber noch den Bohrer mit und hau dann ab. Als dass ich jetzt da reingehe. 12.000. Ich kann halt nirgendwo nachgucken, wie viel ich gemacht habe. Oder eventuell ist das, was die Ausbeute wert ist. Dann müsste ich einfach, glaube ich, so drei, vier Waffen einfach nur mitnehmen. So, Scrap. Scrap. Haben doch schon mal etwas erreicht. Das eben sortiert. Ich würde sagen, wir schlafen uns erst einmal aus. Bis zum Morgen. Nachtsichtgerät kann nice sein zum Kämpfen. Aber für das danach ist es nicht so praktisch. Ich sag mal, wir schlafen 5 Stunden. Wir haben halt gar keinen der Questen gerade abgeschlossen. Wenigstens hier noch mal ein bisschen was für Ammo. Ja, betrachtest du meinen Harpunkt gut? Ach, hierfür, für den Scavenger brauche ich dieses Portable. Es ist 5.100 wert, das merke ich mir, dass ich diese Konsolen immer mitnehme. Ich brauche 4 von den Töpfen. Die Töpfe sollte ich eigentlich auch immer mitnehmen. Ich könnte meine Storage Box noch mal um einen erweitern. Die Sachen hier brauche ich nicht. Die auch nicht. Das gilt auch für die hier. Kann ich erstmal ein bisschen Geld machen. An. Nein, 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 nein. Nicht scrappen, nur unloaden. Ich will noch die Snipers miteinander vergleichen. Ist das Visier allein schon besser?
Das kann man ja leicht vergleichen. Remove, remove und remove. So, jetzt kann ich es vergleichen. Ah, ist eh dasselbe. Drei. Das hat auch noch mal Recoil weniger. Das hier, ein Ding ist besser. Also eine von den beiden kann ich auf jeden Fall verbraten. Ich würde sagen, die, die ich jetzt gerade ins Inventar gepackt hatte, die verkaufe ich mal eben. Sofern das hier jetzt nicht so viel Geld bringt. Das bringt ja gar nichts. Solange da nichts dran ist, bringt mir die Knarre auch nichts so wirklich zu verkaufen. Zumindest das Standardzeug sollte drauf. Und bei der hier tue ich das hier drauf. Ja, ist zumindest ein bisschen Geld. So, Wasser brauche ich. Das kann ich gebrauchen. Die Milch kaufe ich auch und das. Eine Ewigkeit später. Ich will doch nur in die Scheiß-Sägemine. Es ist zum Mäusemelken. Weg mit dir. Ja, schon zu viel Gewicht. Jetzt habe ich mich wie eine Scheißkrähe erschrocken. Ja, ich sag mal wirklich, wir gucken jetzt noch, was hier in den Teilen drin ist und dann saven wir. Das Ding ist 5000 wert. Das hatte ich mir gemerkt, dieses Portable-Ding, das ist 5000 wert. Davon gerne noch eine. Dann käme ich eventuell auf die 15.000. Eine Siegessigarette. Hier ist nichts drin. So, in welchem Teil war der Motor? Den würde ich dann auch nochmal versuchen mitzunehmen. Kann mir ja schon mal den Extraktionspunkt suchen. Einmal im Österwild und zweimal im Österwild. Ich habe gehört, ich schmeiß was weg. So viel laufe ich nicht, wenn ich Übergewicht habe. Ich hab's mal eben nach Hause geschafft. 18.000. Ich würde mal sagen, ein Challenge geschafft. Tausend gemacht, aber ich habe die 350 XP nicht gemacht. Aber ich muss nicht mehr so extrem Geld farmen. Für eine der Questen. Der USB-Stick zählte nicht, ich muss halt wirklich in das Teil rein. Gebe den Pelzmantel. Das nehme ich, danke sehr. Aber hier meine Armor, bitte. Das Ding war 5000 wert. Kannst du haben. Zusammen mit dem Smartphone. Ich habe auf jeden Fall jetzt was gut nach Hause gebracht. Die haben keine Radiation.
Das sind die besseren Night Vision Goggles. Die würde ich eigentlich liebend gern haben. Die sind wahrscheinlich irre gut, die Dreier-Version, aber dafür muss ich halt erst bessere Beziehungen mit denen haben. Ich kaufe mir auf jeden Fall neue Munition für meine Sniper. Die kann ich nämlich immer gebrauchen. Der Suppressor ist mit meiner Handgun so kompatibel. Dann wäre die wenigstens auch endlich mal hier ohne Schall. Also als nächstes spare ich auf jeden Fall auf diese Hunter Armor, so gut es geht. Ich hätte wahrscheinlich auch das Zeug, irgendwie da jetzt schon dran zu kommen. Weil die hilft gegen diese Radioaktivität ganz gut. Das ist auch bei dem Feuerzeug, Anomalie. Das wäre halt einfach ein Upgrade. Wenn man sich meine jetzige Rüstung mal anguckt. Die bringt mir halt echt gar nichts. Der hält Wache, das ist sehr schön. Wie ein Fels in der Brandung. Genau, beweg dich nicht. Bemerk mich nicht. Wieso treffe ich den Heini nicht? Oh, er ist gerade noch gestorben. Hör auf zu reloaden. Ich hab's sie noch tot bekommen. Erstmal heilen. Ich denke mal, dass das der letzte war. Dann loote ich am besten erstmal das gute Haus. Und natürlich auch die Typen hier. Oh, eine Wasserflasche, die gönne ich mir sofort. Du hast interessantes Zeug bei dir, das ich mir auf jeden Fall nehme. Wollte gerade sagen, wie hier ist jetzt einer drin. Oh! Wir haben den Shit gefunden. Noch ein Safe. Bitte sagt, dass die Uhren was wert sind. Jede Menge Munition. In der Attachment-Box ist natürlich nichts drin. Draußen ist ein Unwetter. Und ich denke mir, Geilomatico. Irgendwas gegen Durst. Da hat sich der letzte Run auf jeden Fall nochmal gelohnt. Sofern ich jetzt lebend zu Hause ankomme.
Darf jetzt nur nicht an den Ghoulen verrecken. Och, danke für den Raid, beziehungsweise danke für den Raid, Yannick. Das ist sehr nett. Warum funktioniert schon wieder das Overlay nicht? Ich hab's mal geschafft, ich bin am Leben geblieben. Das ist ein Wunder. Und ich habe keinen Shit geholt. Da auf eine Zigarre. Das ist das ja immer Dauersterbefest. Ich muss aber immer noch so ein bisschen Metallschrott hier finden. Ist ja jetzt keiner mehr hier in der Stadt. Never mind. Da war noch einer. Ich hatte sogar einen Scheiß. Und dann käme da einer hinter dem Teil. Ich könnte kotzen. Das nennt man Camper. Ist das jetzt sogar schon die NPCs machen? Ey, das hat mir den Rest gegeben. Ich hätte sogar einen Scheiß gehabt. Und dann käme da einer hinten an eine Barrikade und schießt mich tot. Das kann man doch keinem erzählen. Das hat mir für heute echt den Rest gegeben. Ich habe für heute keinen Bock mehr. Ich bin gebrochen. Wisst ihr was? Ist Benito für heute. Ich hoffe, dass jeder Spaß beim Zusehen hatte. Wenn ja, auf YouTube ein Abo und ein Like. Auf Twitch ein Follow. Der steht so abnormal gemein. Kannst du dich da bitte wegbewegen? Boah, der ist tot. Ich hab's geschafft. Junge. Wiederhol nochmal, es ist ein Akt. Wo liegt jetzt die Leiche von diesem einen Sondertypen? Da. Ich hab's geschafft. Hier, die gebe ich dir. Der hat auch den Key, den ich brauche für die Station da. Ich habe Angst, dass ich nicht alles mitnehmen kann. Oh Junge, was für ein Krieg. Warte mal, erstmal an die Maschine da, da könnte was zu essen drin sein. Essen und Trinken. Beides willkommen. So, wir holen uns den Loot, der hier drin ist, und dann geht's nach Hause. Es war so ein Akt. Ich habe noch 2 Kilo Platz. Der goldene Zippo, der ist bestimmt was wert. Alles, was im Safe ist, ist auf jeden Fall Asche. Weapon-Tier Box 2. Munition nehme ich sowieso mal alles mit. Irgendwas muss ich wegwerfen. Langsames Gehen.
Ist in Ordnung. Hauptsache, ich nehme den ganzen Scheiß mit nach Hause. Nein. Ich glaube, von denen habe ich auch mehr als genug. Die kann ich ruhig mitnehmen. Ich muss Wasser auffüllen, damit ich wieder ein Kilo mehr tragen kann. Das Blöde ist, ich habe nicht wirklich was zum Saufen. Das Wodka zählt nicht. Das macht den Durst sogar noch schlimmer. Ich will den ganzen Shit auf jeden Fall nach Hause bringen. Wenn jetzt wieder irgendwo ein NPC meint, in der Ecke campen zu müssen. Wie, vor allen Dingen, wie dieser eine Penner da unten. Der stand so abnormal, gemein. Wo muss ich denn hin? In beiden Fällen muss ich weit laufen. Ich würde sagen, wir gehen da unten hin, weil da ist nicht in die Sägemine in der Nähe. Und so muss ich mich wenigstens, wenn, nur auf etwaige Wölfe konzentrieren. Jetzt will ich's wissen. Wie viel sind die wert? Der Sippo geht. Ich behalte mal, vielleicht ist der auch eine Nebenquest. Die Uhren. 720. Ja, ich hatte letztes Mal so 5 Uhren, glaube ich, bei mir. Das heißt, ich hatte 3000 allein durch diese dummen Uhren eigentlich dabei. Erstmal verkaufe ich nur das. Von denen habe ich schon einen. Mein Charisma hat sich gelevelt. Ich sollte mal die Attachments wegpacken. Kann ich jetzt eigentlich irgendwas endlich bauen? Ja, für die Küche, okay, 2 Gabeln, 3 Löffel und 2 Messer. Die Bank wollte ich mir noch bauen. Ich könnte mir die Storage Box bauen. Wenn ich an 31 komme, dann hätte ich zumindest, glaube ich, schon mal die Forge. Dafür müsste ich Waffen verschrotten. Ich brauchte 3-mal Pasta nur, ne? Scavenger. Ja, 3-mal Pasta und dieses eine Teil. Das hier, das brauche ich auch nur einmal weniger. Was sind wir denn hier? Lights Kit. Use this item to build lights. Um Gottes Willen braucht man viele von diesen Bulbs. Ah, hier sehe ich es mal. Die Car-Batterie ist 1500 wert. Das war jetzt auch nichts, was man installieren müsste hier im Haus. Weil ich das gesehen hatte. Ist eh noch nicht gebaut. Nee, ist nichts, was man installieren müsste. So, das Ding sollte was gecraftet haben. Gib mir den Loot. Gib mir den Shit. Bei dir habe ich sogar ja jetzt Vendetta erledigt, ne? Mal kurz gucken. Die hätte ich gern. Ich brauche, meine ich, noch 2, 3 Matches. 350 XP, dafür müsste ich, glaube ich, beide Häuser selber einmal clearen. Also Sägemine und das andere Scheißding. Was ein Ding der Unmöglichkeit ist. Ganz ehrlich, ich heile meine Radiation. Das andere heilt sich, wenn ich schlafe. Die Pasta wollte ich dir geben und das. Hier kriegst du auch noch Seife. Waschsteine, Typen da. Hier. Und damit du auch die Schicht hier heute anstoßen kannst. Habe ich sonst noch irgendeine Quest abgeschlossen? Nee. Wie denn auch? Ja, 2 Matches müssen wir finden.
350 XP im Wald machen, was ich ehrlich gesagt am schwersten finde. Den USB-Drive, also wirklich in der Sägemine ein USB-Scheißding finden. Wir müssten MRE finden, die anderen beiden kann ich mir auch kaufen und diese dummen Feuerkristalle. Und alles müssen wir halt im Forest machen. Deswegen kommt bisher auch kein anderes Gebiet, weil alles, was ich zu tun habe, findet im Forest statt. Ich habe ja bisher keine Quest, die sagt, du musst jetzt woanders hin. Oh. Loot. Geld. Ein Armor Repair Kit ist gekauft. Bin ich jetzt schon überladen? Warte. Erstmal Wuffis ausschalten. Danach kann man über alles andere reden. Ich sollte mal was trinken. Ich könnte eh nicht mehr viel mitnehmen. Ich würde sagen, wir bringen jetzt einfach das nach Hause, was ich gerade bei mir habe. Eventuell, was hier noch drin ist. Wo ist der nächste Ausgang? Och, einen halben Kilometer weg von mir, natürlich. Wo denn auch sonst? Wäre doch geschenkt, wenn er direkt neben mir wäre. Level 4. Ne, Level 3. Und ich habe 9000 Rubels gemacht. Na gut, die Batterie ist wahrscheinlich viel wert. Wenigstens einen von den roten Kristallen schon mal. Von diesem Duct Tape habe ich aber auch irre viel. Das Zeug nehme ich nicht mehr mit. Davon habe ich zu viel sogar. So, habe ich dann eine Smoking Quest fertig? Ja, geht doch. Das Professional Medikit. Das bringt 50. Warum sollte ich das dem bevorzugen? Es nimmt mehr Platz weg und macht weniger. Ich nehme die. Sind mehr wert. Ach, Wolf von Cigarette und den goldenen Zippo. Gut, dass ich den goldenen Zippo behalten habe. Und jetzt will er 8 von denen haben, beziehungsweise 6, weil ich ja schon ein paar habe. Und jetzt kann ich ruhig die anderen Zigarillos aufbrauchen. Meine Beziehung mit denen hat sich verbessert irgendwie. Warte mal, einfach damit ich auf dem Schirm habe, welche Waffen ich überhaupt gerade. Die BB91 habe ich. Zum einen. Ich ja eigentlich, wenn hier was finden. Oder für die VS 98. Ich glaube, finde ich hier nichts. Was sind denn das eigentlich für ultimative Dinger? Eine Boulder bräuchte ich, weil ich habe so ein Ding ja mal eingesammelt. Ich glaube, die Attachments hier bringen mir alle nichts.
Den Tactical Green Laser, der verrät mich eigentlich eher mehr. Nichts, was ich bei dem kaufen kann, würde sich lohnen. Aber ich habe wenigstens mal reingeguckt. Ich sollte eventuell auf so eine MKM mal gehen. Wie von euch ist das denn? Dieser Assault Rifles, darauf muss ich gehen. Und wenn die hier. Weil die kosten halt zu viel. Es ist ein Dilemma. Komm, ich will eine Sache heute gebaut bekommen. Eine. Da ist ein richtiges Hardcore-Camp. Ich habe wieder aus Versehen rausgetappt. Ich kann mir vorstellen, dass die in den Ecken warten. Aber das ist jetzt nichts, womit ich nicht fertig werden könnte. Sofern jetzt hier nicht noch einer ist. Munition selbst lasse ich mal liegen. Nee, scheinbar war das tatsächlich ein Zweiercamp. So, deine Waffe nehme ich mir. Oh, da unten kommt einer gerade. Beeilung. Ich weiß nicht, was das für einer ist. Okay, ich habe mir die Stelle ungefähr gemerkt. Das war wahrscheinlich der dritte von deren Camp. Er hatte eine Schrotflinte bei sich. Sehr schön, wenn es nicht regnen würde in-game. Ehrlich finde ich auch diese roten Kristalle schlechter. Ich höre Wölfe. Alles, was in meine Nähe kommt, wird abgeschossen. 17.000 haben wir gemacht. Das waren alles Waffen. So, jetzt sollte ich das eine hier endlich bauen können. Hier, den Recycler, den kann ich jetzt bauen. Oder ich nehme 5 mehr und baue mir die Forge, wenn ich das da entsammle. Einmal kurz, was bringt mir mehr? Ja, da kriege ich halt mehr Scrap raus. Und da kann ich Waffen und Armor von mir selber aus reparieren. Brauche ich, glaube ich, wenn ich hier Sachen bauen will. Nee. Ich überlege gerade. Ich glaube, es wäre erstmal besser, weil dann könnte ich auch das hier besser bauen, wenn ich erstmal den Recycler baue. Weil ich kriege ja mehr dann raus. Und komme so mehr an das Metall. So, wenn ich jetzt Sachen scrappe, kriege ich mehr, ne? Ich
ich würde sagen, das war mehr. Die eine Munition, da könnt ihr auch noch haben. Ich mach schon mal Plus. Die EC-74. Die ist noch nicht ganz fertig. Ich brauche immer noch einen scheiß MRE. Ich weiß gar nicht, ob diese Waffe es wert ist. Ich denke mal, mit den richtigen Aufsätzen ist die was wert. So, Standard und Standard. Best Case Szenario wäre, wenn wir wieder in dieses Haus rein könnten, aber ich kämpfe mich da nicht nochmal rein. Das Standardding nehme ich nicht mit. Brauche ich nicht. Aber die sind eigentlich zumindest was wert. Nur die Standarddinge halt nicht. Und nicht Standard hintersteht, das nehme ich. Das ist. Okay, ein paar Sachen, die was wert sind. Rot kann man immer mitnehmen. In dem Safe ist Geld drin. Ist halt 1 zu 1 das Wert, was ich gerade gefunden habe. Die normalen Syringes. Die braucht man wahrscheinlich, um die Dinger selber herzustellen. Aber momentan habe ich dieses Medikationsding nicht und die kriegt man auch hinterhergeworfen. Milch trinke ich sofort. Weil bei mir gerade alles irgendwie so ein bisschen zur Neige geht. Da kann der gute Apfelsaft direkt hinterher. Das Ding war was wert. Den Apfelsaft sauf ich. Nein. Ich fange demnächst an, diese Schlüssel zu verkaufen. Ich die halt hinterher geworfen. So, und jetzt kann ich mir eigentlich auch ruhig noch die restlichen Häuser angucken. Ist ja nichts Lebendiges mehr hier. Zumindest nichts Lebendiges, was mich umbringen kann. Mit den Ghoulen komme ich klar. Ich kann mir ja sicherheitshalber schon mal hingucken, wo ich hinrennen will. Übrigens, da wo es so ein bisschen heller ist, da bin ich schon lang gelaufen. Wir haben es geschafft. Ich habe noch einen Erfolg für heute. Jo, die 350 haben wir geschafft. 436 XP. Ich habe noch eine Nebenquest geschafft. Nämlich den Survivalist. Ich hätte nicht gedacht, dass wir den noch heute fertig bekommen. Hätte ich echt nicht gedacht. Kriege ich nämlich nochmal ein Storage Upgrade. Das war auch mal die letzte Quest in der Hinsicht. So, du wirst wahrscheinlich danach die grünen Kristalle haben wollen. Am ehesten würde ich sagen, gib mir die Anti-Rat-Pillen. No Data. Retrieve der Analyzer. Da kriege ich einen Scope drauf. Movies. DVD-Drives, Multiplex, Power-Outlets. Du mich auch. Mach die Radioaktivität weg, ey. So. 7000. Nochmal 800. Ich krieg jetzt sogar Plus drauf. Sehe ich gerade.
Ich könnte ihm auch diese ganzen Spritzen verkaufen. Die bringen auch Asche. Milch kaufe ich immer. Die ist so gut, die Milch. Wahrscheinlich fehlt noch eins für die Küche, oder? Ein Löffel, zwei Messer und ein Topf. Sechsundzwanzig für die Forge. Könnten wir eventuell machen, tatsächlich. Ich könnte mir vorstellen, dass ich das Zeug dafür jetzt zusammen habe. Da muss ich einmal so eine Autobatterie nach Hause bringen. Den Workshop, den könnte ich auch machen. Muss ich nur die Mose verschrotten. So, eine Sache soll ich jetzt bauen können, nämlich die Werkbank. Dann haben wir heute noch was gebaut. Die Werkbank ist jetzt hier unten. Und die ermöglicht uns jetzt ein paar Sachen mehr zu bauen. Muss gerade nur gucken, für, wo braucht man die Werkbank? Hier nicht. Da brauchst du einfach nur Gunsmith. Ich glaube, den zu leveln ist schwer. Ach, dass ich meine Sachen hier reparieren kann. Dass die Durability mal höher ist. Dann würde es sich auch lohnen, die ganzen Waffen mitzunehmen. Einfach damit ich meine Waffen reparieren kann. Dann hätten die auch dieses scheiß Jam die ganze Zeit nicht. Ich könnte allerhöchstens die Armor reparieren. Aber das, die Armor, die will ich nicht mal behalten. Guckt euch halt einfach mal die Werte an. Im Melee kriege ich 10 weniger und Fragility ist, glaube ich, das, was ich im Fernkampf weniger abbekomme. Das bringt mir absolut nichts. Anomalie ist wahrscheinlich dieses grüne Zeug und Radioaktives ist das andere. Ich muss die beiden Waffen unbedingt reparieren. Wenn ich wenigstens die richtige Munition herstellen könnte, die ich derzeit verwende. Aber ich kann bei beiden das nicht. Ich mache jetzt Main-Menü. Wir machen hier für heute Schluss. Das ging wieder lang genug. Ja, Leute. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo und ein Like da auf YouTube. Ein Follow auf Twitch. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!